Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Build mit Minecraft mit Dival. Und ich habe heute ein Thema, das ich gerne mal ansprechen würde. Bezüglich des Minecraft Elemental Clash Projektes. Und zwar habe ich gerade eben eine Folge aufgenommen. Und ich musste danach löschen. Das sind 30 Minuten, die ich weggeworfen habe. Nicht einfach so, weil ich keinen Bock mehr hatte. Na doch, eigentlich schon. Aber aus einem speziellen Grund. Ich habe ganz neu aufgenommen, wie ich es bisher immer gemacht habe. Ich war ja in einer letzten Folge, so die letzte Folge war die gewesen, wo ich in der Höhle war und Eisen gesucht hatte, damit ich mich mal ein bisschen gut ausrüsten kann, damit ich gegen diesen Bossmonster mal eigentlich mal eine Chance habe, weil die gehen mir so auf den Sack, dass es nicht mehr feierlich ist. Und ja, die Idee war schön. Ich bereue es nicht, die Idee zu haben. Ich hatte ja auch schon 1,5 Stück Eisen zusammengefarmt jetzt. Und dann kam einfach so ein Bossmonster aus der Ecke, hat mich mit irgendwas vergiftet oder was weiß ich, und dann war ich auf einmal fast schon automatisch tot. Und das konnte ich ja noch so akzeptieren. Ich hab ja schon die Erfahrung gemacht, ich wollte mein Zeug wiederfinden. Ja, ich war irgendwo in der Höhle, irgendwo mitten im Nirgendwo. Dementsprechend war die Chance, dass ich mein Zeug wiederfinde, natürlich merkwürdig gering, und das Zeug war natürlich weg gewesen. Einfach weg. So, dann wollte ich mir einfach wieder auf einen neuen Höhlentür machen. Hab schnell noch bei der Kuh mir ein paar Schüsseln machen wollten, damit ich ein bisschen was zu essen habe. Wollte alles wieder nachholen, was ich versäumt habe, damit das wenigstens ansatzweise wieder was zurückkommt, was ich hier geholt hatte. Und dann kam der nächste Geniestreich dieser verfickten Bossmonster. Und zwar war einfach nur in unserem schönen Kuhstall, da wo es eigentlich sonst immer schön sicher war, war auf einmal wieder ein kleines verficktes Bossmonster. Und das war ein Creeper, und der sprengt dann einfach unser ganzes Gehege weg, so dass wir jetzt nur noch eine scheiß Pilzkuh haben, einen scheiß Esel, gar kein Hühner, gar keine Schafe mehr. Und da habe ich mir einfach so gesagt, fick dich, die Aufnahme ist für den Arsch. Weil ich habe es danach auch nicht mehr hingekriegt, um was Produktives zu kriegen. Lust war halt einfach gefehlt, da irgendwas noch zu machen, weil einfach, wenn alles kaputt geht, dann geht irgendwann die Lust verloren. Ich hatte gar keine Lust mehr richtig auf die Aufnahme gerade gehabt, und da habe ich es einfach quasi, am Ende wurde es einfach nur noch, was eigentlich nur noch rumgeeiere. Ich habe nichts mehr zustande gekriegt, weil ständig irgendein Viech kam und mir irgendwie auf den Sack gegangen ist. So dass ich mir dann gesagt habe, nein, ich habe jetzt keinen Bock mehr drauf. Hab die Aufnahme weggeschmissen, weil die war kein bisschen Unterhaltung. Weil ich einfach total mies gelaunt war. Und ich war eigentlich so euphorisch gewesen, weil ich in der letzten Runde so viel Eisen gefunden hatte. Ich habe mich schon so gefreut auf diese Aufnahme von heute. Und dann, ja. Das gleiche hatte ich schon mal gehabt. Und da es sich jetzt wieder wiederholt hat, hat es mich einfach nur genervt. Und das fand ich dann einfach nur schrecklich. Einfach nur schrecklich. Und das. Es ist bereits schon jemand deswegen rausgegangen, und ich kann ihn vollkommen nachvollziehen, weil einfach dadurch geht der Reiz verloren. Ich habe es jetzt auch in die Konfi des Projektes geschrieben, und ich hoffe, dass man sich dann vielleicht auch mal Gedanken darüber macht, da vielleicht noch ein bisschen was ändert, weil ehrlich, wenn das so weitergeht, dann geht auch der Sinn des Projektes so ein bisschen verloren, habe ich das Gefühl. Es ging eigentlich bei dem Projekt darum, dass viele Elemente aufeinandertreffen. Und dass es dann zum sogenannten Elemental Clash kommt, also zum Clash der Elemente. Aber dazu ist es eher gar nicht gekommen bisher. Kann man verstehen, weil alle noch am Vorbereiten, Bauen sind. Aber es wird auch gar nicht dazu kommen, wenn man ständig beim Bauen verhindert wird, wenn alles kaputt geht. Kann es gar nicht dazu kommen, wird es vielleicht nie dazu kommen. Und das ist dann schon irgendwie, ich weiß nicht, da vergeht die Lust. Da vergeht einem wirklich die Lust. Ich hoffe, ihr könnt es auch so verstehen, wie ich das jetzt erzähle. Also, das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt aufhöre mit Elemental Clash. Ich warte es ab, guck, was passiert, aber wenn sich da nicht viel tut und wenn es so weitergeht mit diesen Scheißviechern, dann werde ich es mir zumindest überlegen, wo der Reiz bei dem Projekt bleibt. Und da ist es mir dann wirklich ernst. Ich bin ja ein Mensch, der eigentlich sehr geduldig ist, sehr viel aushalten kann. Ich reg mir eigentlich ja nicht so leicht über Dinge auf. Na, eigentlich. Aber bei sowas, wenn bei einem Projekt der Spaß vergeht, dann frage ich mich auch, wozu? Wozu? Das Projekt gefällt mir super. Ich fand die Idee von Anfang an geil, und ich habe mich schon so auf das Projekt gefreut.
Ich wollte ja schon so oft den Projekt hin aufzunehmen, weil immer irgendwas Dummes passiert ist. Da geht einmal meine Festplatte kaputt, da mein Internet. Ach Gott. Aber jetzt kann ich endlich spielen, dann passiert nur so ein Dreck. Nur so ein Dreck, ich kann nicht produktiv sein. Dann haben wir auch nur 30 Minuten am Tag, dass du gar nicht irgendwas machen kannst so richtig. Das ist alles, die ganzen Plugins, die sind einfach zu viele Plugins drauf, muss man sagen. Das ist einfach zu sehr gemoddet und das ist nicht mal richtig ein Modpack. Das sind einfach nur so doofen Spiel-Rules, die einem wirklich die Lust am Spiel auch ein bisschen nehmen, muss ich sagen. Das ist wirklich so. Und wenn man jemand eine andere Meinung hat, dann kann er so ruhig sagen, ich habe da kein Problem damit. Aber das ist momentan bisher so mein Eindruck und ja, muss man schauen. Bis vor kurzem hatte ich noch immer richtig viel Lust gehabt, aber immer wenn es um Server ging die Lust verloren. Ja, und deswegen ist das wirklich dann schon, ich weiß nicht. Ich warte jetzt noch so auf eine Antwort aus der Konfi raus, ob vielleicht dann DirtX sagt, okay, wir machen da und da was anderes. Wenn nicht, dann wird es dann schon eng. Mit der Sache. Aber ja, wir sind erstmal gespannt. Ich werde erstmal gucken. Und das ist so ein Thema, was mir jetzt wirklich gerade im Herzen liegt. Das musste ich wirklich mal ansprechen. Das ist gerade so richtig lustig. Weil ich bin auch so der Typ, so ich kann dann noch nicht kommentieren, wenn ich einfach schlecht gelaunt bin während der Aufnahme. Deswegen habe ich die Aufnahme weggewiesen. Ich wollte es eigentlich nehmen und zeigen, okay, so bin ich mal drauf, wenn ich mal schlecht gelaunt bin. Aber wenn ich dann wirklich, ja, ich bin kein Schauspieler, der jetzt mit seiner schlechten Laune spielt. Ich habe ja keine schlechte Laune vorher gespielt. Ich war ja wirklich schlecht gelaunt. Und da ist dann wirklich so, dass man sagen kann, ja. So ist das. Nee, also das war wirklich, Da muss man sich wirklich überlegen, will man das wirklich? Ständig diesen Stress, diesen Nerv, ständig vergeht einem Lust. Da habe ich mir wirklich überlegt. Ja, es heißt, wie gesagt, nicht, dass ich jetzt aus dem Projekt rausgehe. Das habe ich noch lange nicht gesagt, aber das Projekt, ich will abwarten, bis sich da was verändert. Ich will jetzt wirklich abwarten, ansonsten muss ich mir das überlegen. Denn dadurch geht wirklich die Spiellust verloren, das ist wirklich schlimm. Es wird ja schon sehr viel gemacht, aber das ist schon irgendwie, ja, auf jeden Fall ein sehr ernstes Thema mal, dass ich das mal so anspreche hier. Naja, das heißt ernstes Thema, das ist ja so ein, was brennt mir auf der Seele Ding? Was brennt mir auf der Seele? Auf der Seele brennt mir ein Roastbeef, ich hab Hunger. Ja, ich hab jetzt Hunger, das macht jetzt natürlich sehr viel Sinn. Aber ja, es ist so wirklich so, kann ich auch nicht viel dazu sagen, das ist einfach alles gesagt jetzt, aber es musste mal gesagt werden. Es war mal richtig wichtig, so. Ja, nebenbei habe ich ja schon gebaut, ich kommentiere jetzt gerade wenig dazu, was ich jetzt gerade baue, aber ihr seht ja glaube ich auch schon ungefähr, dass ich das sogar hinkriege mal zu bauen und gleichzeitig was zu erzählen, das finde ich auch schon genial, auf jeden Fall. Ja, und wie gesagt, da wird sich wohl was tun. Also es wird auf jeden Fall was kommen. Entweder wird sich was verändern oder es wird sich bei meinerseits was verändern. Aber das kann nicht so weitergehen. Da geht dann wirklich irgendwann Lust vorbei. Und ich hoffe nur, dass jetzt nicht wieder irgendeine Ausrede kommt. Von wegen, da ist doch der Reiz drin oder es werden noch mehr werden. DirtX hat ja schon mal erzählt, dass das noch mehr werden. Und das, naja, haben auch erzählt, dass man sich da so eine ach so schöne, wie nennt man das, OP-Rüstung machen kann. Ja, wollte ich ja machen. Aber ich hatte ja zum Beispiel schon eine recht gute Eisenrüstung gehabt und hatte trotzdem keine Chance gehabt. Ich hatte gar keine Chance gehabt. Ich konnte die auch nicht machen. Absolut gar nichts. Und das ist dann schon, ja, will man das? Will man das wirklich? Keine Chance haben? Egal was man macht? Ich glaube nicht. So, ja. Das ist der öffentliche Teil. Lalalalalalalala. Oh, Hunger, ey. Ich hab wirklich Hunger, ey, gerade. Ich rieche auch schon das Essen, was gerade fertig gemacht wird. Ja, ich rede jetzt gerade über Essen, während ich gerade über ein ernstes Thema rede. Das ist natürlich clever. Auf jeden Fall, das wollte ich mal so gesagt haben. Ich warte immer noch auf eine Antwort in der Konfi. Und dann werden wir sehen, was daraus wird. Ich bin ja mal gespannt.
bin ja mal wirklich gespannt, was der dann die war, wo was sagen wird. In jedem Fall, oh, hier ist ja die Annahmestelle, genau. Annahmestelle, hier kommt auf jeden Fall ein kleiner Stuhl hin. Strudeln. Fuck, falsch. Da kommt der Stuhl hin. So, hier kommt ein kleines Regal hin. Und dann hier ein kleiner Schreibtisch. Wo dann ein bisschen was Papierkramsmäßig draufsteht. So, da kommt eine Kiste hin. Kiste. Chest. So, da kommt das so hin und dann kann man eigentlich hier fast schon nochmal so ein Dings hinsetzen. Dann ist hier quasi so das kleine Büro, kleine Annahmestelle für die Hafenangelegenheiten. So, und hier kommt dann quasi so eine kleine, nehmen wir es mal, Kaffeeraum für die Firmenmitarbeiter, Sekretäre und was weiß ich nicht alles des Hafens. Und ja, auf jeden Fall, da sitzen sie dann. Und schnapulieren schön. So, hier kann man eigentlich dann so ein Holzstreben rumsetzen. Oh, ich habe ja schon ein Schild im Inventar. Natürlich schon wieder sehr intelligent. Und hier nach rein. Nein. Nee. Daran. So, es hat auch Style. Hat es auf jeden Fall. Dann gehen wir direkt in die nächste Etage. Uppala. Und ich sehe schon, wir sind gerade erst bei 11 Minuten, sind schon extrem produktiv. Wenn ich mal so rede und nicht so viel erzähle, was ich überhaupt mache, dann bin ich glaube produktiver, weil dann überlege ich nicht so viel, was ich überhaupt mache. Naja, das ist dann vielleicht so steilisch, nicht gerade meine Meisterleistung dann vielleicht, wer weiß. Oder vielleicht bin ich da sogar besser, wer weiß. Wäre ja sogar was Geniales. Auf jeden Fall, wenn ihr selbst dazu Meinung habt, auch wenn ich weiß, dass ich kaum eine Community habe und deswegen nicht so gerne von einer Community spreche oder sage, ihr, weil sowieso keiner meine Videos schaut, könnt ihr ruhig mal selbst eure Meinung reinsetzen. Vielleicht schaut ja auch einer vom Projekt zu, der auch in dem Projekt drin ist. Und kann ja auch mal seinen Senf dazu geben. Ich wollte das nochmal gesagt haben und auf jeden Fall. Jo, wir sind ja noch mitten in der Aufnahme. Ich habe gerade 12 Minuten hinter mir und es sind ja 20 Minuten. Deswegen kann ich noch ein bisschen schön bauen. Ich würde bloß gerne jetzt nicht so sehr vom Thema jetzt abfallen, weil ich jetzt gerade schon schön über das Thema gesprochen habe. Aber ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Außer, dass ich mich ständig wiederhole, wenn ich davon spreche. Deswegen denke ich mal, kommen wir jetzt mal wieder in den Baumodus zurück und sagen, okay, jetzt bauen wir weiter. So, der Hafenkontur ist jetzt mit der ersten Etage schon gebaut und da kommt schon ein Piepen. Also würde ich sagen, will ich mal kurz hier einen kleinen Cut setzen, sehen wir uns gleich wieder. Jo, bis denn, Antenne. Sprachkoller. Bis dann. Jo, ciao. So, da bin ich wieder aus meiner kurzen Abwesenheit weggegangen und mir ist gerade bei meiner Abwesenheit was eingefallen, was mir jetzt gerade schon wieder vergessen habe. Was war denn das? Gott. Gedächtnis bei einer Nudel habe ich. Achso, ja. Wenn ihr diese Folge seht, ist es natürlich klar, ist es natürlich dann schon etwas später, als das hier erzählt ist. Das heißt, wenn ihr die Folge seht, hat sich die Sache bestimmt schon irgendwie geklärt. Ich gehe mal davon aus, ich hoffe es zumindest. Und ansonsten, ja, werden wir sehen. So, jetzt wollen wir erstmal hier so eine Spüre hinsetzen fürs Dachele. Dachele? Wohl, nee. Das Dach wollte ich hier etwas anders machen. Da hatte ich schon so eine Idee gehabt. So eine Idee, oh. Ich überlege bloß, wie ich das machen wollte. Achso, ja, hier wollte ich so einen kleinen steinischen Turm raufsetzen. Jetzt überlege ich bloß, wie ich das anstelle. Das muss ich dann wohl so hier, oder? Das mache ich anders. Das mache ich mit, den Dingern hier. Drei Stück brauche ich zwar nicht so, aber ja, klar, wieso nicht? So. That passt. So. Dann setzen wir hier mal noch. So hin. So, das passt. Dann können wir nämlich hier so einen schönen Turm pflanzen, den ich gerne noch so gehabt hätte, in der Form. Denn das wäre mal ein Kontor. Ein Kontor muss auch die Sinn zwecklichen Aufgaben eines Kontors auch erledigen. Sinnzwecklich. Oh Gott. So, jetzt muss ich mal überlegen, wie ich diesen Turm baue.
denke mal 3x3, das macht Sinn. So, dann baue ich den jetzt mal in die Höhe. In die Höhe. Damit schöner. So, und dann denke ich mal, dieser Folge auch wieder ordentlich was geschafft haben dann. Aber wir haben ja noch 5 Minuten, das heißt, kann ich noch irgendwann ordentlich was machele. Aber tachele. So, das ist jetzt auch mit diesen Wortreihen. Das reimt sich erstens nicht und zweitens war sie total behindert an. Das ist nicht sehr clever. So, hier bauen wir das nochmal hoch. Und hier bauen wir das noch hoch. Ich freue mich ja schon auf, wenn ich schöne Schiffe bauen kann dann aus Minecraft, die ich dann hier vorstellen kann. Da freue ich mich schon mit am meisten drauf. Ich habe auch vor, so mittelalterliche Schiffe. Also ich werde zwar sehr realistisch so versuchen zu sein, aber auch schon ein bisschen so Fantasie, so wie ich mir es gerne vorstellen würde. Deswegen stelle ich mir spannend vor. So, das ist hier das Türmchen. Das macht schon mal jetzt zumindest mal so Sinn, wie ich mir das vorgestellt habe. Hier baue ich auch mal zu. So, das ist so das Türmchen. Das Türmchen, das lasse ich erstmal so sein, dann mache ich erstmal das Dach weiter. So, das Dach wollte ich auf flache Art und Weise steigen lassen. Das bedeutet, mache ich das so mit so einem Holz? Ja, das kann ich machen. Oder? Nein, das mache ich anders, Dann nehme ich helleres Holz, das sich abgeflacht vergrößern wird. Das heißt, also abgeflacht vergrößern wird. Ihr habt bestimmt kein Plan, was ich damit sagen will, aber ihr werdet das schon sehen. Das ist kein Problem. Wir nehmen das Holz hier, das setzen wir dann so drauf als Dach. Bildet dann zwar einen kleinen Kontrast zum anderen Holz, aber ich finde, das macht stiltechnisch schon ein bisschen was aus. So als die technisch ein bisschen was ausmachen. Na klaro, Baro. Ich sollte aufhören damit. So, ich wollte aufhören damit, habe ich gesagt. Das bauen wir so. Jetzt habe ich, kam jetzt gerade so vor, als wäre gerade ein Lichtfehler gewesen. Aber zum Glück nicht. Das muss ich hier doch nochmal ersetzen. Sieht so ein bisschen doof aus. Wenn es sonst so ein Kontrast wäre, deswegen setze ich immer so ein Ding auch schon drauf und dann habe ich schon eine Idee, wie ich das dann weitermache. Das kann man anders machen. Da habe ich auch schon wieder eine Idee bekommen. Ich habe auf jeden Fall einen Haufen Ideen, was ich alles so machen will. Ich würde am gerne noch stundenlang hier ranbauen. Am Stück am liebsten. Ich überlege, vielleicht tut es auch noch 3 Folgen aufzunehmen. Das wäre geil. Das wäre richtig geil, da ich sowieso heute ein bisschen weniger zu tun habe, da ja meine beiden MEC-Folgen, ich nenne es mal MEC, weil es ja Minecraft Elementar Clash ist und ich es immer so tituliert habe, könnte ich ruhig vielleicht noch ein bisschen mehr Folgen aufnehmen heute. So, das kann man so machen. Kann man das so machen? Kann man. Ich nehme jetzt einfach mal das Recht, dass ich das so machen kann. So, das setzen wir so hin. So, wollen wir hier. Hier nehmen wir das aber mal weg. Sieht das merkwürdig aus. Dann kann man nämlich hier unten, warte, so eine, wieder so eine Streblein hier ransetzen. Das hat dann wieder Stil. So, dann kann ich auch wieder, dann kann man es doch hier ranlassen, damit das wesentlich so styletechnisch passt. Ja, passt. Sieht, hat Stil zumindest. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, ich weiß, aber es hat alles seinen Sinn. So, jetzt wird das hier abgeflacht vergrößert. Was das bedeutet, zeige ich euch gleich. So. Jetzt versuche ich das mal so darzustellen, wie ich es mir vorgestellt habe. Es wird dann von der Innenarchitektur wieder ein bisschen schwieriger werden, wenn ich das so baue. Aber hat schon alles einen Grund. So. Abgeflacht vergrößert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Das kommt da lang. Das kommt da lang. Es kommt da lang. Und dann nähern wir uns auch schon langsam dem Ende wieder der Folge. Aber Geduld, Geduld, meine Freunde. Geduld, Geduld. So. Ist wirklich flach hier. Okay, 2 breit ist schon wieder. 2 hoch meine ich. Deswegen kann man hier schon wieder sagen, das ist hier schon wieder fast normal. So. Was habe ich da jetzt gemacht? So. Nee. So, so, so. Da ist es natürlich hier etwas flacher, aber ansonsten macht das soweit Sinn. Glaube ich zumindest. Ich glaube zumindest, dass es so ist. Ob es wirklich so ist, wer weiß. Jo, und dann würde ich fast sagen, beenden wir gleich mal diese Folge. Ich denke, wir werden uns dann schon bald wieder sehen, wenn es dann zur nächsten Folge geht. Aber ich finde, so styletechnisch hat das was.
Kontrast ist auch da. Also es hat was, es hat was. Wenn es erstmal fertig ist, dann sieht es auf jeden Fall geil aus. Kann ich euch versprechen, deswegen sage ich, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn sie da heißt Let's Play Minecraft. Let's Play, Let's Build Minecraft mit Ivy. Genau, das war's. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.